Hier auf dem Caravan-Salon stehen zahlreiche Neuheiten, luxuriös, voll ausgestattet, Zweiachser. Du hast eigentlich sämtlichen Luxus im Caravan, den du dir vorstellen kannst. Und da fragt man sich schon, komme ich eigentlich noch für unter 15.000 mit dem Caravan in Urlaub? Und das kann man ganz klar bejahen. Die Hersteller haben nämlich nicht nur am oberen Ende zugelegt, sondern auch in der Einstiegsklasse einige Neuerungen. Und die stellen wir euch jetzt vor. Ein Beispiel für die günstigen Caravans ist der Stärkemann Easy. Diese Modellreihe wurde 2018 vorgestellt und ist ein Preisbrecher. Mit dem 340 CP, vor dem wir hier stehen, der steht in der Liste für knapp unter 10.000 Euro. Allerdings muss man dazu sagen, um ihn wirklich fahrtauglich auf die Straße zu bekommen, bricht er die 10.000 Euro, weil das Komfort- und Touring-Paket für 590 Euro eigentlich fast schon verpflichtend ist. Wie Stärkemann diesen Preis hinbekommt, sehen wir an solchen Details. Er hat natürlich einfach einen klassischen Hammerschlag. Er hat keine Deichselabdeckung. Man sieht an vielen Ecken und Enden, merkt man einfach, dass es sehr einfach und günstig verarbeitet ist. Vorteil bei dem Modell ist allerdings, dass er schon zu großen Teilen GFK verwendet, was ja hagelresistent ist und keine Selbstverständlichkeit in der Klasse. Und hier am Heck sieht man ein weiteres Detail, wo der Hersteller einfach nochmal Sparpotenzial erkannt hat. Anders als heute üblich ist die Easy-Baureihe eben nicht mit einem durchgehenden Formteil als Heckleuchtenträger ausgestattet, sondern mit aufgeschraubten Einzellampen. Das macht das Ganze nochmal günstiger und daraus ergibt sich dann im Grunde auch der Gesamtpreis. Wie es innen aussieht oder was man für das Geld erwarten kann, das zeigt jetzt der Christian. Ja, Platz ist in der kleinsten Hütte. Man hat hier ein bequemes Doppelbett mit einer recht dicken Matratze. Man kann auch mal drunter schauen. Liegt auf einem Lattenrost und man hat einen Zugang zum Stauraum. Man muss es mit diesem Aufsteller fixieren, also hier sind keine Gasdruckdämpfer, die das halten. Ist natürlich auch eine Kostenfrage. Dann sieht man hier, ja, wird langsam schwer, hier ist der Wassertank, 25 Liter fasst er. Und die Besonderheit hier in diesem Caravan ist, auch aus Preisgründen, es gibt kein Warmwasser, also man muss dann mit kalten Wasser spülen oder sich eben hier auf der Dreiflamme, auf dem Dreiflammenherd kann man sich ja Wasser warm machen und kann dann so spülen. Hier unten haben wir noch einen Kühlschrank. Würde ich sagen, auch ausreichend dimensioniert für die zwei Personen, für die dieser Caravan ausgelegt ist. Und eine kleine Sitzgruppe, die auch für zwei Leute gut ausreicht. Man muss sich halt ein bisschen reinfalten, aber Platz hat man hier am Tisch wirklich genug, würde ich sagen. Ein paar Stauklappen sind auch noch hier vorhanden. Man sieht schon auch am Möbelbau, dass halt wirklich einfach gehalten ist. Aber irgendwoher muss der Kampfpreis ja kommen. Wenn ich jetzt wieder hier rausfalte, stelle ich auch fest, dass ich hier eine recht große freie Fläche habe. Also ich kann mich hier gut drehen, stoße nirgendwo an. Auch die Kopffreiheit ist noch ausreichend für meine Größe. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Dann haben wir hier noch einen Kleiderschrank. Der ist auch sehr groß. Da passen viele Klamotten rein. Hier oben sieht man die Kabel noch offen liegen, aber das liegt daran, dass die Abdeckung hier noch nicht verschraubt ist. Ist halt noch vor Tag der Messeeröffnung. Für warme Luft sorgt diese Heizung hier. Es gibt kein Gebläse, aber braucht man auch bei der Größe nicht wirklich. Dann haben wir hier noch, wie man es eigentlich schon von früher kennt, eine schöne zweigeteilte Tür. Das heißt, man kann auch nur, wenn ich es jetzt können würde, au, geht, man kann auch nur den oberen Teil öffnen und rausschauen. Was allerdings fehlt, ist das Fliegengitter. Aber gut, so geht's auf. Also ich finde, für das Geld, ach Moment, fällt mir gerade erst auf, wenn ich mich jetzt waschen will, Zähne putzen, aufs Klo, gibt's nicht. Ein weiteres Einsteigermodell ist der Bürstner Premio Life. Hier in der Ausführung 425 TS sieht man schon auch hier klassischer Hammerschlag und alles sehr einfach ausgeführt. Sieht man zum Beispiel am normal aufschwenkenden Gaskassendeckel mit nur einem Aufsteller und der fehlenden Deichselabdeckung. Das Fenster hier ist ganz schick, aber in dem Fall ein Sonderzubehör. Das Fahrzeug in der Basisvariante fängt an bei
12.690 Euro und so wie es hier steht, kommen noch mal knapp 3.000 Euro an Sonderausstattung obendrauf. Schön ist bei dem Fahrzeug auf jeden Fall, auch hier haben wir GFK, einmal rundherum am Dach, am Heck und am Bug. Und jetzt schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Hier drin sieht man schon, fehlt es eigentlich am nichts. Wir haben hier viel Platz an den Oberschrankklappen, eine Sitzgruppe für zwei Personen und das ist auch die wahrscheinlichste Anzahl an Nutzern, die dieses Fahrzeug nutzen werden. Hier im Heck teilt sich eine Küche den Platz mit einem Badezimmer. Das haben wir hier drüben. Ja, das hat ausreichend Platz. Auf eine Dusche verzichtet man hier. Dafür gibt es ein Edelstahlwaschbecken und eine Drehtoilette von Tedford. Das ist für eine Basisausstattung ganz gut. Als Dachlüfter muss eben so eine kleine, undurchsichtige Dachhaube reichen. Ein Fenster gibt es in dem Falle nicht. Bei der Küche haben wir hier einen schönen Dreifarmkocher. Hier die Spüle verpackt. Es ist natürlich ein bisschen wenig Arbeitsfläche, aber ich denke, da kann man sich irgendwie arrangieren. Was sehr, sehr gut gelöst ist bei diesem Modell, wir haben hier sehr viel Raum unterhalb der Spüle. Das liegt daran, dass in diesem Modell Platz geschaffen wurde für einen 142 Liter Slim Tower Kühlschrank. Das ist alles andere als gewöhnlich in der Klasse und wirklich, ja, fast schon luxuriös. Direkt angeschlossen an den Kühlschrank haben wir hier einen großen Kleiderschrank. Der ist sogar beleuchtet und reicht absolut. Unterhalb des Kleiderschranks haben wir einmal die Heizanlage. Hier sogar mit einer Lüftung, die man mehrstufig einstellen kann. Und einer warmen Wassertherme, die hier rüber angesteuert wird. Ja, die Sitzgruppe hier in der Mitte ist ein einfacher Standard. Hat aber schöne, straffe Lehnen, sitzt sich gut. Und man kann sich diesen Tisch hier auch noch mal entsprechend verschieben. Zu zweit wird es hier auf der Bank nicht funktionieren, wahrscheinlich selbst mit Kindern, weil man hier Probleme hat mit dem Radkasten. Der verdeckt hier relativ viel Platz, sodass man mit den Füßen etwas eingeschränkt ist. Im Bug des Fahrzeugs ist das Schlafgemach untergebracht. Und das ist natürlich auf einem großen Stauraum. Liegt man da auf, das ist hier durch eine Außenklappe beladbar. Das heißt, da kommt man sowohl von hier als auch von außen gut dran. Um den Einstieg zu erleichtern, vielleicht auch für Kinder, ist hier noch eine separate Stufe verbaut. Und die ist ganz clever gelöst, hier mit einem zusätzlichen Stauraum versehen. Das war's vom Premio Life 425 TS und wir schauen jetzt mal weiter. Der günstigste Wohnwagen auf dem Detlef-Stand ist der Seajoy 420 QSH. Und im Prinzip ist er das gleiche Modell wie der eben vorgestellte Bürstner Premio Life. Einziger Unterschied, andere Aufkleber und auch ein etwas anderes Innendesign. Und der Grundpreis beträgt 12.299 Euro. Hier bei LMC markiert der neue Sassino das Einstiegssegment. Hier sehen wir schon, wie der Rest der LMC-Familie hat auch er den durchgehenden Heckleuchtenträger mit der Lichtsignatur. Und auch hier kommen am Bug, Dach und Heck GFK zum Einsatz, was für ja, Hagel natürlich sehr, sehr gut ist, da es da widerstandsfähig ist und keine dauerhaften Beulen hinterlässt. An den Seiten, wie gehabt, mit Hammerschlag und am Boden, schauen wir mal kurz. Hier ist ein kompletter GFK-Boden drunter, das ist die Besonderheit. LMC hat ja in den großen, größeren Klassen komplett die LLT-Technik, also GFK, eine XPS-Isolierung. Und das ist bei dem Fahrzeug so, dass hier der Boden komplett mit der LLT-Technik erstellt wurde. Bei den Wänden spart man sich das, geht auf eine konventionelle Aufbautechnik. Für den Endkunden macht das nicht viel, weil auch hier die 12 Jahre Dichtigkeitsgarantie gegeben sind. Das Fahrzeug, wie es hier steht, liegt bei 18.626 Euro. Ist jetzt erstmal viel, steckt aber auch viel Ausstattung drin. Im Basispreis liegt das Fahrzeug hier bei 13.790 Euro.
beim 460e, wie der Name schon sagt, das E steht für Einzelbetten. Hier sind im Heck zwei Betten untergebracht. Sieht man schon, ja, die Matratzen sind nicht sonderlich dick. Hier ist ein einfacher Holzlattenrost drunter. Aber der Schlafkomfort geht trotzdem in Ordnung. Wer es da noch bequemer mag, kann ja mit einem Topper arbeiten. Die Ausstattung, die ich vorhin angesprochen habe, sieht man hier zum Teil. 345 Euro kostet es. Dann hat man hier so einen ausziehbaren Rollrost und kann die Einzelbetten zu einer großen Liegefläche umbauen. Hier am Fußende des zweiten Bettes ist ganz schön gemacht, ein eingelassenes Regal ins Bad mit drei Fächern. Hier bekommt man die Lektüre unter oder aber man nutzt hier oben die Schränke oder die offenen Ecken. Angeschlossen an den Schlafraum ist hier in der Fahrzeugmitte zum einen die Küche untergebracht. Ganz spannend, hier im Oberschrank gibt es von außen keine Unterteilung. Die Unterteilung ist eben erst hier drin sichtbar, dass hier ein großes Fach ist und hier nochmal eine unterteilte Geschichte für kleinere Utensilien. In dem Fahrzeug ist der Platz im Unterschrank etwas begrenzt. Das liegt daran, dass hier der Kühlschrank mit untergebracht ist. Und deswegen bleibt eben nur der Platz unter der Spüle hier für eine Schublade und für ein Fach. Gegenüber der Küche haben wir hier das Badezimmer, da schauen wir noch mal kurz. Ja, die Raumhöhe passt. Hier ist auch sehr einfach ausgeführt, das sieht man. Die Duschausstattung, die auch eine Sonderausstattung ist, ist hier ausgeführt mit einem Duschvorhang. Das zeigt sich ein bisschen in der Einstiegsklasse. Hat so ein bisschen den Nachteil, wenn man hier auf diesem beengten Raum steht und sich dann noch mit einem Duschvorhang umgibt und sich gleichzeitig hier mit der Handbrause abduscht, ist sicher, dass der Vorhang ziemlich schnell anhänglich wird und klebt. Deswegen ist die Dusche in dem Fall wahrscheinlich eher eine Notlösung, wenn gerade kein Campingplatz oder Waschhaus in der Nähe ist. Kommen wir zum Bug, die Sitzgelegenheit. Wagenbreite Längsdinette mit zwei Einzelsitzbänken. Und hier drunter haben wir dann auch direkt den Stauraum. Da muss man allerdings die Polster ganz wegnehmen, weil der Anschlag dort hinten liegt. Und das Ganze gilt natürlich auch für diese Seite hier. Da sieht man hier ganz gut, da ist schon mal noch ein bisschen Stauraum. Direkt daneben der große Kleiderschrank, der normalerweise beleuchtet sein müsste. Und darunter die Heizung, die auch hier mit Gebläse auskommt und wahrscheinlich im Paket enthalten die Wassererwärmung. Der größere Stauraum ist dann unter den einzelnen Betten. Und sieht dann hier unterm Rost, dass hier wirklich viel Urlaubsgepäck mit reinkommt und dass eben genügend Platz gibt. Frisch überarbeitet für die Saison 2020 fügt sich auch der Weinsberg Caravan in unsere Reihe der günstigen Einstiegsvarianten. Wir sehen hier einmal, dass die Sicken nachgezogen wurden und hier der Gaskastendeckel überarbeitet wurde. Wo hier ein bisschen gespart wurde, das sieht man schon, wenn man den aufklappt. Hier ist eine einfache Mechanik drin. Hier hat man sich den Dämpfer komplett gespart, der beim Auföffnen hilft. Die Seitenwände sind wie bei allen Einsteigern in dieser Klasse auch mit Hammerschlag ausgeführt. Und hier sieht man ganz gut, man kommt gut an den Stauraum. Und ein weiteres Highlight der Überarbeitung sehen wir hier am Heck. Weinsberg hat jetzt für alle seine Fahrzeuge einen einheitlichen Heckleuchtenträger in diesem Design. Und da kommt auch die günstige Einstiegsbaureihe in den Genuss, so dass man eben immer ein einheitliches Bild hat. Wenn ein Fahrzeug von dieser Marke kommt, erkennt man es an diesem Look. Wie das Ganze jetzt von innen aussieht, schauen wir uns jetzt an. Die Basis des hier vorgestellten Caravan 390 QD gibt es bereits ab 11.590 Euro. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier ausgestattet ist, ist etwas höherwertig ausgestattet. Wir kommen hier fast auf 16.000 Euro. Im Innenraum hat man bei diesem relativ kompakten Grundriss auf eine Sitzgruppe im Heck gesetzt, die hier auf der Seite Platz für zwei Personen bietet und dort vielleicht für eine Person plus Kind. Wobei von der Schlafsituation her, man könnte das hier noch zu einem Kinderbett umbauen, hat aber das Hauptbett vorne im Bug quer, wie häufig bei diesen Fahrzeugen. Hier neben der Sitzgruppe haben wir ein sehr kompaktes Bad mit dem Nötigsten. Aber man sieht selbst hier in der Sonderausstattung,
ist hier eine Duschvorrichtung vorhanden, die in Form eines Vorhanges und einer Auszieharmatur dann funktioniert. Das sehen wir ganz gut. Die Armatur kann man ausziehen, kann sie dann hier oben in der Decke einhängen, schließt den Vorhang und hat dann somit eine kompakte Dusche, die aufgrund der beengten Platzverhältnisse und des anhänglichen Duschvorhanges aber wahrscheinlich eher für den Notfall gedacht ist. Bei der Küche, ja, zeigt sich eigentlich Bekanntes. Wir haben hier einen Dreiflammkocher unter der Glasabdeckung. Das Ganze ist, es sieht aus, als wäre es mit Zündhilfe, die scheint jetzt hier aber gerade nicht zu funktionieren. Also man hört es zumindest nicht klicken. Und wir haben hier eine Edelstahl-Rundspüle. Im Unterbau befindet sich, wie bei einigen Modellen vorher schon gesehen, der Kühlschrank. Da muss man sich halt jedes Mal bücken, aber in der Fahrzeugklasse ist das eigentlich üblich. Als Stauraum gibt es hier schön drei Schubladen und eine große durchgehende Oberschrankklappe mit zwei verschiedenen Einteilungen. Ja, Stauraum fürs Bett gibt es auch hier oben in Form von zwei offenen Ablagen und zwei tiefen Stauklappen, Oberschrankklappen, die hier über dem Bett angebracht sind. Als Designelement ganz schön ist einmal hier und einmal in der Sitzgruppe dieses offene Brett, was dem Möbelbau eine gewisse Wertigkeit verleiht. Ah, beim Bett merkt man gerade, hier ist noch die Folie unterm Laken, deswegen das Knistern. Die Matratze ist nicht allzu dick, es ist ein einfacher Lattenrost drunter und wie bei diesem Grundriss üblich, kommt man hier ganz gut an den Stauraum. Hier auf der linken Seite ist der Wassertank untergebracht, der bei dem Fahrzeug allerdings hier relativ ungeschützt untergebracht ist. Das heißt, wenn hier Ladung dagegen kommt, sollte da vielleicht nochmal nachgebessert werden für den Schutz dieser empfindlichen Leitungen hier. Alles in allem macht der neu gestaltete Caravan aber einen sehr hochwertigen Eindruck für diese Preisklasse. Und ich denke, wirklich auf viel verzichten muss man bei diesem Fahrzeug nicht. Ja, wir haben sie tatsächlich nicht alle geschafft, die ganzen günstigen Einstiegsvarianten. Hier ein Beispiel nochmal, der Aviva 360 DK. Auch hier haben wir einen ausgeschriebenen Preis von 11.599 Euro. Das zeigt einfach nur, die Einsteigerklasse ist vorhanden und es gibt den günstigen Einstieg. Genau, man muss also nicht über 20.000 Euro ausgeben, wenn man mit dem Wohnwagen unterwegs sein soll. Klar muss man sich bei den kleinen Fahrzeugen etwas einschränken, aber im Prinzip geht es ja allen nur ums eine. Man möchte auf dem Campingplatz einen schönen Urlaub haben und das kann man mit diesen kleinen Fahrzeugen auch haben. Großer Vorteil, den wir natürlich nicht verschweigen dürfen, die Generation der B-Führerscheine. Die Fahrzeuge sind meistens sehr leicht. Und somit ist er perfekt zu ziehen, auch mit kleineren Fahrzeugen, beziehungsweise die Range mit den 3,5 Tonnen wird nicht so schnell gesprengt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und schaut euch die anderen Videos vom Caravan Salon an. Servus! Ciao.